Zeuge Anton Wilhelm Siebald, Autoschlosser, 51 Jahre alt, 90. Verhandlungstag, 17.09.1964. Gedächtnis ist des Gerichts. Jawohl. Ja. Herr Siebald, Sie heißen Anton Wilhelm. Wie alt sind Sie? 51. Sie sind 51 Jahre alt, von Beruf? Autoschlosser. Wohnhaft in? Wittinghusen bei Heide. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Sind Sie mit den Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Nein. Herr Siebald, ich darf ganz kurz einmal Ihren Lebenslauf rekapitulieren, bis Sie nach Auschwitz gekommen sind. Sie sind bei Bebra in Breitenbach geboren, im Bezirk Kassel. Sie waren im Jahr 1933 arbeitslos, sind deshalb nach 1933 in die allgemeine SS eingetreten und wurden zunächst kaserniert in Thüringen. Sie haben sich dann nach Kassel versetzen lassen, haben hier Dienste am Telefon getan, als Telefonist, sind aber dann auch dort weggegangen und haben in der Spinnfaserfabrik in Kassel gearbeitet bis zum Jahr 1940. Jawohl. Sie haben bei der SS niemals irgendeine Führungsstelle erworben? Nein. Nein. Dann kamen Sie 40 zur Waffen-SS nach Melk. Und Sie haben dort Ihre militärische Grundausbildung bekommen, kamen dann bald ins Lazarett und sind dann nach Oranienburg entlassen worden. Jawohl. Und von dort kamen Sie nach Auschwitz. Ja. Und wann sind Sie in Auschwitz ungefähr angekommen? Was Sommer? Im Spätsommer 40. Im Spätsommer, ja. 1940. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Bis zum Schluss. Bis zum Januar 1945. Ja. Nun, wie Sie dorthin kamen, wurden Sie zunächst wo eingeteilt? Ich sollte zur Wachkompanie eingeteilt werden. Ja. Ich habe mich aber daran gleich krank gemeldet, weil ich nicht stehen konnte. Und dann kam ich wieder, wurde ich krankgeschrieben, weil ich einen Attest von hohen Liegen erwartete. Ja. Und so lange blieb ich dann krank und bis das Attest da war, kam ich dann zur Fahrbereitschaft, als sie dann erfahren hatten, dass ich nicht stehen konnte als, ja, Wache. Da sind Sie, haben Sie in der Wacheinheit überhaupt keinen Dienst gemacht? Nein, habe ich nicht. Dann sind Sie zur Fahrbereitschaft gekommen. Ja. Und was haben Sie dort getan? Da habe ich zuerst Verpflegungswagen gefahren, dann Wäschewagen. 4 bis 5 Monate? Ja. Oder 4 bis 5 Wochen? Nein, 5 Monate habe ich da gefahren. Ja? Ja. Sie haben mal gesagt, 4 bis 5 Wochen. Im Wäschewagen? Hätten Sie als Kraftfahrer Dienst getan? Nein, ich habe Verpflegungswagen gefahren und habe Wäschewagen gefahren. Und wie lange war das? Das war länger, bis ich Werkstattleiter wurde. Also stellvertretender Werkstattleiter. Ja. Und zwar, wann war das? 41, ja. Bis 1941? Ja. Und da haben Sie nur LKW gefahren? Nur LKW, ja. Hm. Und dann wurden Sie zunächst stellvertretender Werkstattleiter oder, ja, zweiter Werkstattleiter? Ja. Und zwar wo? In der Prager Halle? Nein, das war vorne in der Fahrbereitschaft. In der Fahrbereitschaft, ja, wo die PKW standen? Wo die PKW standen, ja. Und wer war damals erster Werkstattleiter? Das war Christian Faut. Ja, und Sie waren zweiter Werkstattleiter und, ja, wurden dann, wann erster Werkstattleiter? Als Faut wegging. Ja, das war? 42. Sie haben mal gemeint, es wäre 43 gewesen. Nein, wann wir die Prager Halle aufgemacht haben, war das 42? Nee, 43. 43 nach meiner Kenntnis. Ja. Also 43 wurden Sie erster Werkstattleiter, und zwar in der Prager Halle. Ja. In der Prager Halle.
Und das waren Sie dann bis zu Ihrer Entlassung aus Auschwitz. Nun, wie viele Mann gehörten so ungefähr zur Fahrbereitschaft? Als Kraftfahrer? Ja. Die in der Pragerhalle waren ungefähr 20, 25 Mann, ja. Einschließlich der Werkstattarbeiter? Ja, ja. Ja, 20 bis 25 und vorn bei den PKWs? Na, Sie haben ja gesagt, es wären ungefähr 60 Mann gewesen, insgesamt in der Fahrbereitschaft. Kann das stimmen? Mit allen drum und dran, ja, ja. Das kann man sagen. Und wie viele LKWs waren ungefähr vorhanden? So 20, 25 oder 30, was war, ja. Ja, der Lorenz hat mal gesagt, es wären 35 bis 40 gewesen. Und Sie meinen, es könnten ungefähr 30 gewesen sein. Ja. Und wer war der Leiter der Fahrbereitschaft? Das war Wiegand. Wiegand. Und sein Stellvertreter? Das war Heger. Heger, ja. Und Heger hat auch den Kommandanten gefahren. Ja. Und wem unterstanden Sie denn disziplinär? Wiegand. Ja, Wiegand war aber doch erst später Untersturmführer. Vorher war er ja nur Oberscharführer. Ja, aber trotzdem. Ja, aber der kann ja kein Disziplinarvorgesetzter gewesen sein. Wer war denn der Disziplinarvorgesetzte? Ja, da kam dann der Kommandant. Und wer war das? Der Höss. Oder war es der Adjutant? Und Bär, also als Kommandant. Ja. Die waren unser Direktvorgesetzter. Ja, und der Adjutant nicht? Nein, mit dem hatten wir weiter nichts zu tun. Dem hatten Sie nichts zu tun. Hat Ihnen der Kommandant irgendwann einmal als Disziplinarvorgesetzter eine Instruktion erteilt oder einmal sich mit Ihnen überhaupt befasst? Oder wenn Sie Urlaubsscheine brauchten, mussten Sie dann zum Kommandant Nein, gehen? Das wurde nur eingereicht und dann kriegten wir den zugeschickt. Und wer hat den unterschrieben? Vom Kommandanten wurde er unterschrieben. Der Kommandant hat ihn persönlich unterschrieben. Das ist allerdings merkwürdig, was der Kommandant dort all getan hat. Nun, Fahrbefehle, wer hat die unterschrieben? Ja, die wurden vom Kommandant unterschrieben und vom Stellvertreter. Und wer war der Stellvertreter? Ja, der Adjutant doch. Das war der Adjutant. Haben Sie auch Fahrbefehle gesehen, die von dem Adjutanten Mulka unterschrieben waren? Für Krankenwaren außerhalb des Lagers. Ich habe einen gesehen. Einen gesehen? Ja, die Unterschrift habe ich gesehen. Für was für einen Krankenwaren? Wenn ein SS-Mann zum SS-Krankenwaren, also wenn ein SS-Mann ins Krankenhaus musste, der wurde dann, musste einen Fahrbefehl haben. Ja, da haben Sie gesehen, dass er einmal einen Fahrbefehl unterschrieben hat. Ja, nun sagen Sie, wissen Sie, dass die LKWs auch eingesetzt wurden zum Transport von Häftlingen von der Rampe in die Gaskammern? Gesehen habe ich sie nicht, aber das nach dem Allgemeinen hat man das ja gehört, ne? Ja, nun waren Sie ja Werkstattlager in der Prager Halle und diese LKWs unterstanden ja Ihnen. Ja, reparaturmäßig, sonst nicht. Nur reparaturmäßig? Ja. Und da haben Sie gehört, dass diese Waren auch zum Transport in Gaskammern eingesetzt wurden. Haben Sie da auch einen solchen Transport mitgefahren? Das war 1942. Da musste ich mal fahren als Ersatz, kriegte ich von Wiegand den Befehl, Leute von der Rame abzufahren in der Baracke. Das war dunkel und da habe ich welche dreimal oder viermal habe ich gefahren. Ja. In die Baracke rein. Und zwar an einem Tag? Abends, ja. Abends bei einem Transport? Ja. Da sind Sie hingefahren, haben die Leute abgeladen, sind wieder zurückgefahren, haben neue geholt? Ja. Und wo war das, wo Sie die Leute hingefahren haben? Ging nach Birkenau oder wo? In das Lager rein, wo Sie
da ausgesucht worden und was sie da gemacht haben. Das verstehe ich nicht, was Sie da jetzt erzählen. Sie haben die Leute in das Lager gefahren. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie Leute auch in die Gaskammern gefahren hätten. Da haben Sie gesagt, einmal. In die Gaskammer? Ja, in die Baracke, die zur Gaskammer kam. Baracke, die zur Gaskammer ging. Und erzählen Sie uns mal, wie das so im Einzelnen war. Was da für Baracken und für Gaskammern standen. Wir wissen ja vorläufig nicht, wo das gewesen ist. Ich habe bis zur Gaskammer bin ich ja nicht gewesen. Bitte? Bis zur Gaskammer bin ich nicht gewesen. Nein. Und dann erzählen Sie mal, wo Sie hingefahren sind. Bin ich ja nie noch. Ja, was denn? Was haben Sie denn gefahren und wohin gefahren und was geschah da? Da ist wohl 100 Meter ungefähr vor, wo die Baracken standen. Da habe ich sie abgeladen. Ja, und wo waren denn die Baracken? Ja, die waren in der Richtung, wo die Gaskammer ist. Wo die Leute waren haben. Die Gaskammern? Ich bin ja selbst nicht dabei gewesen bei der Gaskammer. Also Herr Siebert, Sie müssen doch allmählich selbst einsehen, dass es so nicht geht, nicht? Nein, bei allem Wohlwollen. Ich habe Sie gefragt, wo Sie die Leute hingefahren hätten. Da haben Sie gesagt, zu den Baracken. Da habe ich gesagt, wo waren die Baracken? Da haben Sie gesagt, in der Nähe von der Gaskammer. Da habe ich gesagt, wo waren die Gaskammern? Da haben Sie gesagt, ja, in der Nähe der Baracken. Ja, ich meine, so kommen wir doch nicht weiter, Herr Siebert. Wir müssen ja einsehen, gell? Ja, also wo standen diese Bauernhäuser, diese Bunker oder wie Sie das nennen wollen, ist mir gleichgültig, in denen die Vergasungen stattfanden? Nun, Herr Siebert, von wo aus sind Sie denn gefahren? Wo waren denn die Gleise? Waren die schon im Lager Birkenau oder noch vor dem Lager Birkenau? Die waren vor dem Lager. Vor dem Lager Birkenau, zwischen dem Stammlager Auschwitz I und Birkenau, stimmt's? Ja. Ja. Dort sind Sie also weggefahren. Nun schildern Sie uns zunächst einmal, wie das dort zugegangen ist. Wer hat Sie denn beauftragt, überhaupt dorthin zu fahren an die Gleise? Die Befehle kamen ja vom Kommandanten durch die Fahrbereitschaft. Über die Fahrbereitschaft. Vom Kommandanten? Ja. Wieso wissen Sie das, dass die vom Kommandanten kamen? Kamen die schriftlich oder mündlich? Nein, schriftlich habe ich nicht gesehen. Das ist mündlich gekommen. Mündlich gekommen. Und an wen gingen die Befehle? An die Fahrbereitschaft. Ja, die Fahrbereitschaft ist ein Begriff. Und an wen gingen Sie persönlich? An den Wiegand oder an den Heger oder an den Fahrbereitschaftsleiter. An den Fahrbereitschaftsleiter. Ja. Das war, wie Sie uns vorhin sagten, der Herr Wiegand. Ja. Also wäre es praktischer gewesen, Sie hätten gleich gesagt, die gingen an Wiegand. Und Wiegand hat Ihnen den Befehl gegeben. Ja. Da hinten gibt es gar nichts zu lachen, junger Mann, damit wir uns da vollkommen klar darüber sind. Also weiter. Der Wiegand hat Ihnen den Befehl mündlich gegeben. Ja. Ja. Weiter. Dann sind Sie mit Ihrem LKW wohin gefahren? An diese Rampe da? Die Rampe, ja. Ja. Und wie lautet denn der Befehl, den Wiegand Ihnen gegeben hat? Da sollen Leute abgefahren werden von der Rampe in die Baracke, die zur Gaskammer geht. Ja. Wussten Sie, wo die Baracke war, die zur Gaskammer gehört? Ich bin mit den anderen Leuten nachgefahren. Sie sind anderen Leuten nachgefahren. Weil wir mehrere gefahren sind. Ja. Also Sie sind an die Rampe gefahren. Was haben Sie denn an der Rampe gesehen? War da ein Zug angekommen? Mit dem Zug, ja. War ein Zug angekommen? Waren die Leute schon ausgestiegen? Oder kam der Zug erst an, als Sie schon dort standen? Nee, die standen schon da. Die Leute standen schon da. Wissen Sie, ob die Leute aussortiert worden sind in gebrechliche und schwache und in arbeitsfähige und so weiter? Wissen Sie das? Da an der Rampe jedenfalls nicht. Da habe ich nichts von gesehen. Da haben Sie nichts davon gesehen. Sind denn alle Leute in die Gaskammer gekommen, die Sie da gesehen haben? Oder sind auch welche woanders hingekommen? Nein, die sind nicht alle in die Gaskammer gekommen. Nicht? Und welche kamen denn nicht in die Gaskammer?
Ja, da, beim Angst bin ich ja nicht bei gewesen. Jedenfalls doch bestimmt die kräftigen Leute, nicht? Haben Sie gesehen, wer die kräftigen Leute aus den anderen herausgesucht hat? Nein. Nein. Nun, und wer hat Ihnen dann die Leute auf den Wagen draufgebracht? Da waren die SS-Leute ja bei. Da war Wache bei und Blockführer und die ordnen das hier an. Haben Sie da auch welche gekannt von denen? Nein. Nein. Nun, weiter. Dann sind also die Leute auf ihrem Wagen aufgeladen gewesen. Ist da auch ein Begleitpersonal mitgefahren? Eine Wache oder so etwas? Oder Blockführer oder so irgendetwas? Was die Leute auf dem Wagen begleitet hat? Oder waren die ganz allein da oben auf dem Wagen? Konnten die unterwegs aussteigen zum Beispiel? Das weiß ich nicht, ob da einer mitgefahren ist. Das kann ich bestimmt nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Nun dann, welchen Weg sind Sie denn dann gefahren? Sind Sie nach Birkenau gefahren? Oder sind Sie woanders hingefahren? Nach Birkenau. Nach Birkenau sind Sie gefahren. Und war damals das Lager Birkenau schon aufgebaut? Das war doch im Anfang. Sie war noch im Anfang. Ja. Und wie sind Sie denn in Birkenau dann gefahren? Sind Sie links um das Lager herumgefahren oder rechts um das Lager herumgefahren? Nein, ich bin überhaupt nicht ums Lager herum. Bin einfach geradeaus gefahren, bis ich die vor den Baracken, wo die anderen waren, standen und dann gehalten. Also wenn Sie geradeaus fuhren, da kamen Sie ja an die Stelle, wo diese neuen Krematorien gebaut waren. Und die standen damals doch vermutlich noch nicht. Standen denn schon die neuen Krematorien, Herr Siebald? Nein, das glaube ich nicht. Die standen noch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Sie sind jedenfalls nicht zu den neuen Krematorien gefahren. Nein. Nein. Sondern Sie sahen zu Baracken, wo die Gaskammern waren. Wo waren denn die Gaskammern, in welchen Häusern? Waren das frühere Bauernhäuser, die umgebaut waren? Oder wie sahen die aus? Diese Gaskammern. Gewöhnliche Häuser. Gewöhnliche Bauernhäuser, ja? Oder waren das solche Häuser, wie in Auschwitz standen, solche Pferdeställe, ja, oder Blöcke, so Soldatenbaracken oder so irgendetwas? Waren es Bauernhäuser? Bauernhäuser. Aha. Nun ja, nach unserer Kenntnis waren die rechts vom Lager, also... Da mussten Sie eigentlich an dem Lager Birkenau vorbeifahren und mussten rechts hinterfahren. Da sollen diese Bauernhäuser gestanden haben. Und zwar rechts von den späteren Krematorien. Na, das wissen Sie also nicht mehr genau. Dann sind Sie hingefahren bis an die Baracken. Was geschah dann? Und dann wurden die Leute abgeladen, dann bin ich zurück. Dann sind Sie zurück. Und was geschah? Wer hat die Leute in Empfang genommen, die abgeladen wurden? Ja, waren doch Blockführer und alle waren doch da. Wo kamen die denn her, die Blockführer? Die waren doch vorher auf der Rampe, haben Sie uns erzählt. Oh, das sind doch so viele Leute gewesen. Ja, waren da auch welche da hinten bei den Baracken? Oder ja. War da ein besonderes Kommando dafür tätig? Ein sogenanntes Sonderkommando? Ein Kommando war da hin, aber wer das nun war, das weiß ich auch nicht. Ja. Und sagen Sie, wie oft wurden denn solche Fahrten mit den LKWs nach den Gaskammern durchgeführt? Das kann ich bestimmt nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe mich da nicht mehr drum gekümmert, als ich Werkstattleiter war. Da war mir das. Da habe ich mich nicht drum gekümmert. Mhm. Sagen Sie mal, waren denn da Fahrbefehle, schriftliche Fahrbefehle erforderlich, wenn Wagen in die Gaskammern fuhren? Das glaube ich nicht. Mhm. Weil Sie nämlich mal ausgesagt haben, über die Ausstellung der Fahrbefehle für die Fahrten in die Gaskammer kann ich Folgendes sagen. Auszustellen waren diese Befehle von der Kommandantur.
Hier war in erster Linie für die Fahrbereitschaft der Adjutant des Kommandanten verantwortlich. Haben Sie? Ja, immerhin, das hatte ich aber damals widerrufen. Das haben Sie zunächst beim Untersuchungsrichter. Ich kann es nicht richtig denn lesen. Das hatte ich verkehrt verstanden, wie er das meinte. Ja. 19.03.1960, ja? Oder 62 gesagt. Später haben Sie bei dem Untersuchungsrichter das widerrufen und haben gesagt, es sei kein Fahrbefehl mehr für diese Fahrten erforderlich gewesen. Ja? Stimmt das? Ja. Später haben Sie dann gesagt, insbesondere erinnere ich mich an den Adjutanten Mulka. Ich kann mich zwar auch noch an den Adjutanten von Bär Höcker erinnern. Seine Gestalt ist aber im Verhältnis zu Mulka bei mir mehr verblasst. Mulka habe ich wesentlich bessere Erinnerung. Und dann haben Sie wegen dieser Fahrbefehle gesagt. Für die Fahrten innerhalb des Lagers, wozu auch der Transport der Häftlinge von der Ankunftsrampe zur Gaskammer gehörte, waren keine schriftlichen Fahrbefehle notwendig. Diese Fahrbefehle wurden per Telefon durchgegeben. Ja. Das stimmt so. Ja. Am 15.07.63, Platz 16.632. Ja. Und dann haben Sie gesagt, wer war denn nun zuständig für diese Fahrbefehle? Ja, da gab es doch keine Fahrbefehle für. Ja, also erstens mal gab es dafür keine schriftlichen Fahrbefehle. Das heißt, mündliche Fahrbefehle gab es sehr wohl. Denn es musste ja irgendjemand befehlen, dass die LKWs in Gang gebracht wurden. Ja. Nicht? Aber wenn Sie an schriftliche Fahrbefehle denken, gab es dafür keine. Wohl aber gab es Fahrbefehle in welchen Fällen? Die außerhalb des Lagers gingen. Jawohl. Auf der Landstraße. Die außerhalb des Lagers gefahren wurden. Und wer hat diese Fahrbefehle erteilt? Der Kommandant und Adjutant. Der Kommandant und Adjutant. Sie haben damals gesagt, ich erinnere mich noch an Unterschriften Mulkas auf den Fahrbefehlen. Ja, stimmt das? Ja. Heute haben Sie gesagt, Sie hätten einen mal gesehen, und zwar für einen Sanka. Was ist nun richtig? Ja, ich habe doch den Fahrbefehl gesehen. Einen, ja. Für einen Sanka. Und damals haben Sie gesagt, Sie erinnern sich noch an Unterschriften Mulkas auf Fahrbefehlen, als ob das mehrere gewesen seien. Das habe ich wohl dann verkehrt verstanden. Ja, also es war so, dass das auf mehreren Fahrbefehlen gewesen ist oder nur auf einem? Ja, ich habe einen gesehen. Einen haben Sie gesehen. Und nun, was stand denn nun auf den Fahrbefehlen, die da von dem Adjutanten herausgeschrieben wurden als Zweck der Fahrt? Ja, Krankentransport. Krankentransport. Das war auf dem einen, den Sie gesehen haben. Ja. Also Sie haben bei Ihrer ersten Vernehmung gesagt, ich kann mich nur erinnern, dass Wiegand beispielsweise bei Verpflegungsfahrten unterzeichnet hat. Grundsätzlich hatte jedoch der Adjutant zu unterschreiben. Stimmt das? Ja. Ja, stimmt. Ja. Und wie war das nun, wenn ein Häftlingstransport ankam? Von wem wurde der gemeldet? Vom Lagerkommandanten aus. Vom Lagerkommandanten. Nun, der wird das ja wohl nicht persönlich gemacht haben. Hat er sich nicht irgendeines Helfers bedient, sei es des Adjutanten oder des Spießes oder eines Unterführers oder sonst irgendeines Gehilfen? Der Adjutant
war anscheinend sehr rührig, aber das hat er doch sicher nicht alles getan. Der Kommandant, wollte ich sagen, ja. Gut. Das weiß ich nun auch nicht genau, das also. Wissen Sie auch nicht. Nun, weiter. Haben Sie auch eine Vergasung selbst beobachtet? Nein. Nein. Haben Sie den Adjutanten Mulka einmal persönlich gesehen? Im Lager? Zunächst einmal ganz allgemein, irgendwo und irgendwann. Ja. Und zwar, wo war das? Er hat mir mal einen Urlaubschein verlängert. Ja, und zwar warum? Da war meine Frau und die hatte mich besucht und die sollte dann aus dem Haus ausgewiesen werden, wo sie gewohnt hat. Und da habe ich darum gebeten, dass sie noch 2 Tage länger wohnen könnte, bis ich mit auf Urlaub fahren konnte. Ja. Nun, hören Sie mal, Sie haben damals bei Ihrer ersten Vernehmung sich auch erinnern können an Selektionen, die dort auf der Rampe vorgenommen worden sind. Und Sie haben gesagt, nachdem mir nun wieder eingefallen ist, dass ich von der Rampe Häftlinge für die Fahrt in das Krematorium abgeholt habe, kann ich auch einige Namen von Personen nennen, die bei der vorangegangenen Selektion in Erscheinung getreten sind. Vorhalt aus Blatt 11.925. Ja, Fritsche. Ja. Bitte wie? Fritsche habe ich da gesehen. Ne? Fritsche, ja. Höss? Ja, Höss, ja. Ja, weiter. Wer war noch da? Herr Siebald, ich muss Sie noch einmal zur Wahrheit ermahnen. Sie haben erst gesagt, Sie hätten überhaupt nicht gesehen, dass da Selektionen stattfanden. Jetzt wissen Sie plötzlich, dass Höss und Fritsche Selektionen durchgeführt haben. Auf die weitere Frage. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Nein, was verstehe ich? Die Selektion beim Transport. Ich habe doch gesagt, dass ich beim Transport dabei war. Sie haben nur gesagt, dass Sie Leute von den Rampe nach der Gaskammer gefahren haben. Ja. Und als ich Sie gefragt habe, ob dort Leute ausgesondert und ausgewählt worden sind, haben Sie mir zur Antwort gegeben, das weiß ich nicht. Nein, das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Wieso wissen Sie dann, dass Fritsch und Höss bei diesen Selektionen... Nein, ich meine jetzt, dass Sie da gewesen sind auf der Rampe. Das meine ich. Waren auch Ärzte da? Ärzte waren auch da. Aber ob die dabei waren bei dem Aussuchen, das weiß ich ja nicht. Das habe ich ja nicht gesehen. Nennen Sie noch Ärzte mit Namen, die dabei waren? Kenne ich keinen. Wer war denn sonst noch dabei? Ja, und da waren die ganzen Blockführer doch da. Mhm. Die ganzen anscheinend nicht, denn Sie sagten vorhin, ein Teil davon sei ja, auch nicht. Ja, nicht die ganzen gewesen. Nicht. Ja. Nun ja, und wie war es denn nun mit den Sankas? Sind die auch zu derartigen Fahrten benutzt worden? Ja, wenn jemand krank, gebrechlich war und krank. Ich meine jetzt zu den Fahrten von der Rampe in die Gaskammer. Nein, da ist mir nichts von bekannt. Dass die... Wissen Sie, ob überhaupt da Sankas hingeschickt worden sind? Ja. Warum? Ja, für Kranke. Nun ja, Sie haben mal gesagt, dass die Sankas hingeschickt worden sind, um die Ärzte dorthin zu fahren. Ja, nun ja, sicher sind die Ärzte hingefahren, aber doch bestimmt auch für die Kranken. Also ich hätte keine Fragen mehr entzogen. Hat das Gericht noch Fragen? Herr Schassemalt. Herr Siebald, ich mache Sie nochmals auf die Wahrheitspflicht aufmerksam, wie das der Herr Vorsitzende schon getan hat. Das, was Sie hier erzählen, mag zum Teil nach meiner Auffassung wahr sein. Sie verschweigen uns aber Wesentliches. Das ist meine Auffassung. Weiß nicht, was soll ich das werde ich Ihnen jetzt gleich sagen. Herr Siebald, Sie haben sich bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter ganz klar dahin ausgedrückt, dass es grundsätzlich der Adjutant war, der die Fahrbefehle unterschrieben hat und der die Fahrbefehle mündlich erteilt hat. Wollen Sie davon heute abgehen?
Nein, das war bei der ersten Behandlung. Weil Sie heute dauernd vom Kommandanten sprechen, Herr Siebald, das ist Ihnen ganz klar und es ist mir auch ganz klar, warum Sie das tun. Also wollen Sie uns bitte eine ganz klare Auskunft geben. War es grundsätzlich der Adjutant, der sich um die Fahrbereitschaft zu kümmern hatte? Nein, das war der Kommandant. So, und ja. Wer unterschrieb die Fahrbefehle grundsätzlich? Wenn der Kommandant war, hat es der Kommandant unterschrieben und wenn er nicht da war, der Adjutant. Das ist aber völlig anders, als Sie das vor dem Untersuchungsrichter dargestellt haben, Herr Siebald. Vor dem Untersuchungsrichter haben Sie gesagt, beide Arten von Fahrbefehlen waren aber grundsätzlich vom Adjutanten des Kommandanten zu unterzeichnen. Wie kommt es, dass das heute auf einmal anders ist? Erklären Sie mir das mal. Das habe ich damals schon bei dem Untersuchungsrichter beim zweiten Mal gesagt, da habe ich verkehrt verstanden. Das verstehe ich nicht, wie man da etwas verkehrt verstehen kann. Ja, weil mir wurde nur da vorgelegt, ob die Fahrbefehle für das Lager unterschrieben, alle im Allgemeinen, für eins. Und das war es ja nicht. Und deswegen habe ich das so gesagt. Nein, Herr Siebald, das ist etwas ganz anderes und Sie wissen das ganz genau. Und ich will Ihnen nun Folgendes sagen. Wir haben hier den Herrn Heger, von dem Sie gesprochen haben, vernommen, ja? Und er hat uns ganz klar gesagt, dass Sie derjenige waren, der in der Prager Halle zuständig war. Für die Reparatur, ja. Nein, nicht für die Reparatur, sondern Sie waren praktisch der Herr Wiegand in der Prager Halle. Nein. Ja, wer soll denn das dann sonst gemacht haben? Das lag ja doch eine erhebliche Entfernung von der Fahrbereitschaft im Stammlager weg. Das wurde ja durch ein Telefon gemacht. Ja, und wer hat denn in der Prager Halle das Telefon abgenommen? Das möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Da war Gar da, Hoffmann war da, die nahmen es ab. Und Sie? Ich war in der Werkstatt, ich nahm auch ein Telefongespräch ab. So, und von wem kamen denn die Telefongespräche? Wenn ich am Telefon war, kriege ich die vorne von der Fahrbereitschaft. Bitte? Von der Fahrbereitschaft. Die Fahrbereitschaft kann doch nicht telefonieren. Nun nennen Sie doch mal Namen, Herr Siebald. Wer hat denn telefoniert? Wir kriegen Befehl von der Fahrbereitschaft vorne. Von irgendeinem Häftling, der dort arbeitet, nein, oder was? Nein. Na, von wem denn? Ja, da hat Wiegand angerufen. Oder Heger hat angerufen, wenn was war. Ja. Und wie ist denn der Herr Siebald, die Lastkraftwagen, zumindest ab 1943, waren die Lastkraftwagen, die die Transporte zur Gaskammer durchgeführt haben, in der Prager Halle und nicht vorne? Ist das richtig? Die waren in der Prager Halle, ja. Ja. Nun mussten die doch wissen, wenn sie eingesetzt werden sollten. Das war der Unterscharfier Vollrad, der hat den Einsatz der LKW gehabt. Ja, und woher wusste der? Der kriegte ja, der war ja den ganzen Tag draußen, der kriegte ja am Tag schon Bescheid. Von wem und wo? Ja, im Lager drin, sicher vom Lagerführer oder von wem er das kriegt. Sie wissen das doch ganz genau, Herr Siebald, und sagen Sie das doch. Ich kann doch das nicht sagen, wenn mir da keiner was gesagt hat. Natürlich, es mag möglich sein, dass Ihnen keiner was gesagt hat, aber Sie wissen es genau, wie es gewesen ist. Das kann ich nicht wissen. Wissen Sie es genau. Wie soll ich das wissen, wer mit Vollrad gesprochen hat? Sie wollen also sagen, dass Vollrad das Telefon abgenommen hat? Nein, da brauchte ich kein Telefon abzunehmen. Sondern, wie ist wenn das denn vor sich? Wenn er draußen war, da war er von einem Lager zum anderen Lager, kam er hin. Und der kriegte Bescheid, wenn der Transport kam. Herr Siebald, das müssen Sie mir mal erklären, das verstehe ich nicht. Das Lager hatte also einen Umfang von zig Quadratkilometern. Da gab es Monowitz, da gab es Birkenau, da gab es Auschwitz I. Wie soll denn das gewesen sein, wie der Herr Vollrath da Nachricht bekommen hat? Der einfachste Weg wäre doch der gewesen, dass von der Kommandantur oder von wem auch immer das Telefon in Betrieb gesetzt worden ist, was in der Prager Halle stand und das gesagt worden ist, dann und dann wird ein Transport erwartet, so und so viele LKWs raus, oder? Die meisten hat Vollrath so, der kam an, sagt, wir müssen heute wieder fahren. Sie wollen also sagen, dass das der Vollrath war? Der war der Einsatz für den LKW, der war verantwortlich für den Einsatz von der LKW. Und Sie wollen sagen, dass Sie nur für die Reparatur... Ich war nur für die Reparatur. Und nicht für den Einsatz? Ich habe den Einsatz für den LKW nicht gehabt. Gut, danke. Der wurde mir abgesprochen vom Fahrbereitschaft Flieger. Dann haben Sie ihn doch, wenn er Ihnen abgesprochen wurde, haben Sie ihn doch mal eine Zeit lang gehabt? Nein, als ich hinkam und als ich Oberscharf hier wurde,
Da war, stand die mir praktisch sozusagen als Vorgesetzter von der ganzen Prangerhalle. Und da gab es Reibereien und da sind wir vorgegangen nach Wiegand und da wurde das geklärt. Das war gleich danach. Wie viele Wochen hat das gedauert? Bis das hat gar nicht lange gedauert. 14 Tage. 14 Tage. Das war sofort, sofort war und das. Und damit wollen Sie also sagen, dass das der Vollrat gemacht hat? Er wollte doch den Einsatz haben. Er wollte den Einsatz haben, der Vollrat. Ja. Herr Zeuge, als Auschwitz im Januar 1945 evakuiert wurde, haben Sie sich am Fußmarsch beteiligt oder sind Sie mit einem Ihrer LKWs gefahren? Mit dem LKW. Was ist Ihnen da unterwegs begegnet, auf dem Marsch nach Großrosen? Da haben verschiedene Häftlinge waren da und haben da gelegen. Lebende, Tote? Herr Zeuge, das wissen Sie doch ganz genau. Ja, ich bin ja vorbeigefahren, ob die lebend oder tot waren. Ich meine, da sind sie tot gewesen. Das weiß ich nun auch nicht. Waren das Häftlinge, die erschossen waren? Das konnte ich nicht sehen. Haben Sie von einem Befehl gewusst, dass Häftlinge, die nicht weiter können, erschossen werden sollen? Nein, den Befehl habe ich nicht gewusst. Herr Zeuge, ich muss Ihnen vorhalten, dass Sie früher Folgendes gesagt haben. Wir begaben uns zunächst nach Großrosen. Unterwegs haben wir Häftlingskolonnen passiert, die den Weg nach Großrosen zu Fuß zurücklegten. Es ist mir aufgefallen, dass am Straßenrand tote Häftlinge lagen. Diese waren erschossen worden, weil sie nicht mehr wegfähig waren. Wollen Sie das heute nicht mehr wahrhaben? Ja, das wird wohl wahr sein. Aber ich würden ja Sie ins Mikrofon sprechen, damit wir das auch hören? Ja? Das wird wohl wahr sein, aber ich habe doch das nicht gesehen. Was haben Sie nicht gesehen? Dass Sie erschossen wurden. Aber Sie haben gesagt, es ist mir aufgefallen, dass am Straßenrand tote Häftlinge lagen und diese waren erschossen worden, weil sie nicht mehr wegfähig waren. Ja, ich habe aber nicht gesehen, wie sie erschossen wurden. Das habe ich Sie ja nicht gefragt. Wahrscheinlich mit Gewehr oder mit Pistole, nicht wahr? Sondern die Tatsache, dass Häftlinge, die nicht mehr laufen konnten, erschossen wurden, die haben Sie damals klar und eindeutig bestätigt. Ja, aber ich habe doch nicht gesehen, wie sie erschossen wurden. Ich war doch nicht dabei. Ich gebe es auf, danke. Ja. Herr Zeuge, hat man von irgendeiner Seite auf Sie eingewirkt, in Ihrer Aussage zurückzuhalten? Nein. Nein? Niemand. Sind Sie nach Ihrer ersten Vernehmung am 19.03.1962 aufgesucht worden von irgendwelchen... Mich hat keiner aufgesucht. Nein? Nein. Gehören Sie irgendeiner Vereinigung der ehemaligen SS an? Gar nichts. Nichts? Nein. Das, was Sie hier dem Gericht dargelegt haben, ist Ihre freie und unbeeinflusste Darlegung. Ja, soviel mir alles bekannt ist, was ich weiß, was ich in Erinnerung habe, ja. Sagen Sie, Herr Zeuge, haben Sie eigentlich damals Zuwendungen bekommen, extra Zuwendungen, als Sie diese Fahrt zu den Gasbunkern, als Sie die Opfer zu den Gasbunkern gefahren hatten? Ich habe keine Zuwendungen gekriegt, überhaupt nicht. Keine Sonderzuwendungen bekommen. Haben Sie, was war denn das für ein LKW? Waren das Kippwagen? Nein, gewöhnliche Lastwagen. Gewöhnliche LKWs. Wie stiegen denn die Leute runter? Da war eine Brücke hinten hoch. Da war eine Brücke hinten hoch? Ja. So. Die Brücke. Aha. Sagen Sie, Herr Zeuge, erinnern Sie sich an einen Nachteinsatz Ihrer LKWs, der LKWs Ihrer Abteilung, die blutbeschmiert zurückkamen, woraufhin dann eine sofortige Sperre einsetzte, dass die in der Prager Halle beschäftigten Häftlinge nicht heraus durften? Können Sie sich an diesen Vorgang erinnern? Das weiß ich nicht. Sagen Sie, Herr Zeuge, können Sie sich erinnern an einen Häftling Kühne, der als Vorarbeiter bei Ihnen in der Prager Halle gearbeitet hat? Kühne, war das ein Pole? Nee, das war kein Pole. Das war ein Reichsdeutscher gewesen. Das war ein ganz echter, waschechter Berliner, der in Magdeburg geboren ist. Alle waschechten. Nicht alle.
Nach nur überlegen Sie mal. Na Herr Siebert, so kann doch Ihr Gedächtnis... Nein, hat er in der Werkstatt mitgearbeitet? Na, das sollen Sie uns ja sagen. Ich war ja nicht in der Prager Halle gewesen. Nur überlegen Sie mal sehr genau jetzt... Ja, also, Namen nach kenne ich ihn nicht. Den Namen nach kennt kenn Ihren eigenen nicht. Vorarbeiter kennen Sie nicht. Mit Sommer 43, bis, mit dem Sie sehr eng zusammengearbeitet haben, bis 44. Sie werden ihn gleich zu Gesicht bekommen, Herr Siebert. Ja, ja, ist der Vorname. Ich mal aber Namen nach kenne ich ihn nicht. Mit Erwin Kühne. Erwin? Erwin Kühne. Kennen Sie einen Erwin? Er kam, Herr Siebert, ich will Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Er war erst in Monowitz, dann war er im Bunker, dann war er bei der Union. Aus dem Bunker wurde er extra rausgeholt, weil er für die Union gebraucht wurde, mit Rücksicht auf seine Fachkenntnis als Dreher und Autoschlosser oder was er war. Und dann kam er zu Ihnen und hat dort als Vorarbeiter, er ist heute noch in derselben Branche tätig. Wie? Ja, Namen nach kenne ich ihn nicht, bestimmt nicht. Ich kennen Sie ihn nicht? Mit Namen nach kenne ich ihn nicht. Sie können sich auch nicht erinnern an diese Vorgänge mit den blutbeschmierten LKWs, von denen die ganze Prager Halle gesprochen hat. Wo nachts schwer verletzte deutsche Soldaten vergast wurden mit den LKWs. Wie? Das weiß ich nicht. Können Sie sich nicht erinnern? Nein, das weiß ich nicht. Schön. Da kann ich mir nicht erinnern. Herr Vorsitzender, da höre ich erst gewollt von jetzt. Vorsorglich widerspreche ich der Entlassung des Zeugen, bevor das Hohe Gericht entschieden hat über meinen Beweisantrag, den ich heute früh habe vortragen dürfen. Das ist nämlich der Erwin Kühne. Und diese Dinge sind mir bekannt geworden. Und deswegen hielt ich es für so notwendig. Hier wurde überraschend gesagt, nichts liegt mir ferner, als hier über welche Überraschungseffekte zu erzielen. Aber deswegen habe ich ihn, da nun schon 7 Zeugen gekommen waren, gleich mitgebracht. Ja, nun. Und deswegen darf ich bitten, dass das Gericht möglichst bald entscheidet. Wir werden entscheiden darüber. Noch eine Frage von Seiten der Verteidigung. Von Seiten der... Herr Rechtsanwalt Eckert? Danke. Nein. Von Seiten der Angeklagten? Bezüglich der Beeidigung? Das ist Paragraph 60 Ziffer 3, Herr Vorsitzender. Jawohl. Darf ich noch hinzufügen, auch ich widerspreche der Entlassung dieses Zeugen im Hinblick darauf, dass ich der Auffassung bin, dass eine Gegenüberstellung mit dem Zeugen Vollrat, der auf den 28. geladen ist, erforderlich sein wird. Also es ergeht Beschluss, der Zeuge bleibt gemäß § 60 Ziffer 3 der Strafprozessordnung unbeeidigt, da er im Verdacht steht, an den strafbaren Handlungen, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, beteiligt zu sein. Und nun, Herr Siebald, nehmen Sie zunächst einmal da hinten Platz, bis wir Sie wieder hervor.